Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Stoppt nicht ohne unser Auto. Ja, nicht ohne unser Auto. Ja, im letzten Part haben wir uns hier auf dem vergessenen Plateau langsam wieder umgeguckt. Haben angefangen zumindest. Haben hier einen Krogi hergebracht, waren im Schrein des Lebens, wo der erste Teil begonnen hat. Da waren versteckte Jäger. Und würde sagen, gehen wir mal den Pfad weiter, wo man am Anfang hin sollte. Und gehen mal zu der alten Kathedrale, dem Teil. Tempel der Zeit. Also Opi wird nicht auf uns warten, aber wir können davor auf jeden Fall fahren. Oder unten ist da, siehst du mal, da unten ist ein Krog diesmal beim Stein. Stopp. Mhm. Ja, ich glaube, unser Auto kann auch nicht anhalten, ne? Wir müssen da noch ein bisschen dran feilen. Beim letzten Mal war ja ein verrostetes Schwert, also im richtigen Breffi. Da konntest du da gerade einfach runterspringen, da war dieser Kreis. Hier ist es jetzt ein bisschen anders. Aber es ist immer noch einer da. Er ist nur umgezogen. Ein Stück weit. Alter. Da unten wachsen Pilze. Und wir müssen weiter ausschalten nach Brunnen. Ich will mal wieder einen Brunnen. Brunnen ist schon viel zu lang her schon wieder. Brunnen und Höhlen. Ja, viele Sachen sind ein bisschen her. Deckensprung. Wo war's da oben? Oh, da kommt Stern runter. Für Katze. Hier unten erstmal gucken bei den Ruinenformen vor der Kathedrale und dann in die Kathedrale gehen. Hier gibt's ja ein paar Stück. Jetzt brauchen wir unser Auto wieder. Können wir jetzt nicht einmal da vorne stehen. Das finde ich aber blöd, dass das keine Markierung auf der Karte bekommt. Das Pferd hat einer, aber unsere Gefährte nicht. Oh, hier ist der Brunnen. Aha. Die Frage ist, hat das einen besseren Wendekreis, wenn man eine größere Platte genommen hätte? Ich hätte sogar noch eine Idee. Was machst du? Dass wenn wir das Rad aber hier abmachen und wirklich nur eins vorne dran machen. Oh, das wäre natürlich... Ist dadurch vielleicht sogar besser? Ich nehme das einfach weg. Ich ans Rad. Hat er aber gemacht. Oder geht das so? Ja, das geht so. Nein, geht's nicht. Da legst runter. Das fährt gleich weg. Ich verstehe, was du meinst. Hä, hey, was denn? Willst du mittig haben? So. Ja, von hier siehst du jetzt nicht, wie es andotzt. Ah! Das könnte so klappen. Vielleicht besser? Das macht keinen Unterschied. Hier, ich mach nichts in der Ferne, macht gleich. Die gibt. Oh Gott. Ja, jetzt gucken wir uns erstmal hier rechts um. Da sind ganz viele Ruinen. Oh Gott. Wow, ernsthaft jetzt? War das ein Schwarzer oder hat der denn eine krasse? Ja, das war ein Schwarzer, ja. Was suchen die hier? Naja. Foto! Wir sind wieder in der Mitte vom Teich, ich weine gleich. Hey, du kommst auch rüber. Wir müssen das Auto zurücklassen. Nein. Und das ist gerade so gut modifiziert. Ja, das ist jetzt wieder zurückmodifiziert worden, glaube ich. Genau. Ja. Nicht so viel springen. Will aber. Ja, dann los. Ach stimmt, wir sind tot. Unser Auto ist weg, glaube ich jetzt. Das ist möglich. Das Foto machen von dem. Wo ist er? Wo kommt der her? Ja, von dem Gegner. Kommt, ist der hinter dir jetzt? Ne, der ist da vorne schon. Doch, ich glaube, da habe ich ihn schon gesehen gerade. Ja, schwarz. Da muss man ganz vorsichtig sein, zählt das? Ja. Okay. Ja, Bombenpfeil und let's go. Ab geht die Luzi. Ich würde wirklich auf Distanz spielen, glaube ich.
Meinst du? Ja, der macht dich mit einem One-Hit-Tour. Und siehst du, wie viel das abzieht? Fast nix. Bombenfall, Bombenfall, Bombenfall. Vor allem, wenn man nicht volle Leben hat, kann das sehr schief laufen. Ja, komm, er ist fast tot. Von oben! Oder halt direkt so. Jetzt brennt er sowieso. Zack, Viecher da oben, ne? Uff. Ja, okay, Bogen kann man nicht werfen. Pass auf, pass auf. Okay, das ist eine gute Idee. Jetzt verreck. Und vorher nicht einsammeln, sondern die Sachen fotografieren, weil es kann sein, dass das. Jetzt, ob wir das schon haben. Aufpassen, Schleimer. Wir müssen uns heile machen. Warum hat das geglänzt? Aber im Miasma befallener Waffen sind das immer nur Waffen. Was schreist du eigentlich so? Du kannst nicht so mal reden, das reicht schon. Ich rede so, auch wenn ich. Hä, das mache ich immer so. Als ob das gerade einen Unterschied macht. Höre ich mich an. Ja, das liegt daran, weil ich dir direkt neben dein Ohr. Das hörst du sonst immer anders. Der Brockenhammer, das ist die Waffe von ihm, die war crazy. Ja, für Sachen kaputt machen auch. Können wir ja wieder austauschen, wenn noch was besser ist. Oh, noch mehr Ruinen. Oh nein. Was hat er denn? Ein Pilzlanzending. Er ist auch mit Steinen, die Sau. Glaube wohl. Oh mein Gott. Nochmal, das ist sogar gehärtet. Hat's gespeichert, bitte? Bitte? Nein. Schön. Foto machen. Schönes Ding. Ich weiß nicht, ob du die Schwarzen wirklich besiegen willst. Doch. Krogi, komm doch mal mit. Spiel doch mal hier Köder. Weiß ja nicht. Vielleicht müssen wir noch die Eistaktik machen. Eis und dann die stärkste Waffe. Könntest du das so machen, dass er seine Lanze verliert, wenn du mit einem Blitz drauf haust? Ja, dafür bräuchte ich erst mal einen Blitz zu vogeln. Hey, du hast doch. Nein. Also du kannst einen Bogen machen. Also einen Pfeil. Wir haben sie drauf. Glaube ich auch nicht. Haben wir noch welche? Natürlich. Habe ich ja eben gesehen. Aber vor allem halt der eine, der halt so viel fern. Ja, du musst den da hinlocken zum anderen. Das ist am besten. Ja, da wird er nicht lang springen, glaube ich. Oh, der hat einen Pilz da dran gemacht. Ja, du musst schon in eine Richtung laufen. Jetzt ist er nicht mehr verwirrt. Das hat's gebraucht, das haben wir beide an der Backe. Nicht unterschätzen, die haben eine sehr weite Distanz. Zwei mehr! Die Frage ist auch so. Ach du Heilige, der ist ja sogar so schnell. Jetzt kannst du halt zuschlagen ohne nachgeben mit der krassen Waffe. Ja, aber der andere ist ja noch da. Der ist wieder zurückgegangen. Oh, sehr gut. Nimm die krasseste Waffe in die Hand und los. Weiter drauf. Oh! Und? Zack. In der Luft, Alter. Willst du zur Not jetzt noch einen Speicher machen für? Ja.
Alter, wie kurz das ist. Ach, das ist genau dasselbe, was wir. Oh, okay. Das weiß er. Speichern. Aber guck mal, wir leben schon in der Zukunft. Also, wegen den Rubinen, meine ich. So. 67. Oh, ich hoffe, da bin ich schon Rente. Aber wahrscheinlich nicht. So, wo ist er? Er ist ja wieder zurückgelaufen. Er ist da vorne. Hat er wieder eine Waffe? Warum wieder? Der hat ihn nie verloren. Ja, warum nicht? Oh shit, oh shit. Weil der hat ja eine Rüstung. Deswegen geht Bombenfallen musst du machen. Oh, oder halt mit einer krassen Waffe, aber eine krasse Waffe wird nichts, weil der lässt sich nicht annehmen. Ja, sehr gut. Jetzt kannst du ihn paralysieren. Oder verwirren oder. Dinge. Dass er nichts sieht. Oh nein. Hartholz-Axt. Er hat sogar so eine Kackwaffe nur hier. Glaub's wohl. Oh nein, nicht ihm schenken. Was wirft der Fässer? Er ist wütend. Oh nein. Oh, es fängt gleich an zu blitzen. Werfen einfach Waffen auf ihn drauf. In die Ecke. Und jetzt rauf da. Ist egal, blitzen tut's noch nicht. Wow. Hübsch. Aber so. Du sollst die Waffe jetzt trotzdem wechseln. Nee, das hat sich nicht gelohnt. Ja, ich wollte gerade sagen, diese Kämpfe sind. Ding, das geht ja auch bald kaputt. So, jetzt Kathedrale. Kommen bestimmt noch drei Stück davon. Kann ich mir halt vorstellen. Da drin sind auch genug, mit Sicherheit. Ich höre sie doch schon. Hallo? Oh, ist hier die. Oh nein, ist die Fliegeviecher. Ih, was ist der Fluggeräusch? Nicht schön, auf jeden Fall. Oh, was? Ach du Heiliger. Königsschild. Schild der Leibwachen der Königsfamilie direkt im Fotomann. Nicht nur wegen seiner hohen Abwehrkraft, sondern auch wegen seiner außergewöhnlichen Schönheit überaus begehrt. Du kannst auch von dir selber ein Foto machen, wenn du magst. Anscheinend müssen wir sogar von dem Ding auf dem Boden auch nochmal ein Foto machen. So, das können wir ja lassen. Nur Schild kurz. Als ob wir da auch noch kein Foto drin haben. Nee. Oh. Was hat für ein Gyrosensor nutzt? Muss ich ja. Kann das nicht ausmachen, glaube ich. Ah ja. Eindeutig ein Königsschild. Ja, unser Kopf ist das Königsschild. 55? Was geht ab? Toll, und jetzt wollen wir auf die Kathedrale hoch. Aber wir können den Deckensprung machen an der richtigen Stelle. Alter. Wo ist das Vieh? Ruhig, ist direkt bei dir. Die können halt auch nichts. Kakuda. Kakuda Matata. Ach, schön. Er ist am Flug. Absturz. Oh nein, unser Bogen ist futsch. Ruin des Tempels der Zeit. Ja, es war die Zitadelle der Zeit, aber gut. Nee, hinter uns kannst du auch drauf hoch. Also, da oben noch drauf, oder? Oh ne, bringt nichts. Ich hab gedacht, da wäre mehr. Jetzt ist das ja hier erst. Und warum leuchtet sie so krass wieder? Was ist das? Das sind nur Krüge. Aber da oben drauf ist sicherlich was. Auch wenn das noch zerstörter ist. Eine Statue. Ich glaube, wir haben nicht genug Währung. Ja, aber trotzdem ansprechen. Die leuchtet sonst nicht. Du kannst uns heilen. Hallo? Vergessenes Plateau, Schlosstor, gefangen auf dem Grunde des Wassers. Weißt du Bescheid? Weißt du? Kannst du ja wirklich keinen Deckensprung machen? An keiner Stelle? Mhm. Das ist halt die Frage, ob es einfach die falsche Stelle war. Wurde dir angezeigt, dass es rot ist, oder wurde dir nichts angezeigt? Sorry, aber da habe ich jetzt nicht drauf geachtet.
Hier ist doch gar kein Wasser. Ja, darum ging's nicht. Das war wahrscheinlich nicht nah genug dran oder so. Der Feuerstein ist schon wieder vorbei. Halt, so haben wir eh viel mehr von. So, und jetzt regnet's wieder. Pfirsich oder Wassermelone? Pfirsich. Dann nehme ich den aber mit wahrscheinlich. Alter. Ich hab noch Trinken hier. Und ich will jetzt nicht so viel süffeln, sonst muss ich auf Toilette. So, wo kann man am besten hochklettern? Hier sieht's doch hübsch aus. Ja, das wird nichts. Ja, du musst klettern. Ich glaube, die Kathedrale ist unkletterbar, also unhochspringbar. Bin ich nicht nett. Was mit den Türmen? Höchstens, wenn du direkt runter bist, aber ich glaube, das zählt nicht. Ich glaube, es muss Höhle sein. Es darf kein Bauwerk sein, glaube ich. Oder? Aha. Vielleicht kommen wir von hier überhaupt wieder weg. Kannst du nochmal machen. Hier. Aber erstmal gucken, ob hier. Oh, da ist ein Ballon. Oh mein Gott, hier ist sogar echt was drin. Shit. Ach man. Kannst du von hier trotzdem treffen, oder? Noch mal ein bisschen aufpassen, wo man. Oder da drüben war was, aber erstmal den Krog. Upp. Sehr schön. Da kommen den jetzt 50. Ist mal auch so viele, wo wir das erste Mal bei Maronus waren. Nein, nein, nein. Warte mal, stopp. Kannst du nicht direkt darüber? Ja, von oben ist eh besser, stimmt. Nee, oder? Ich glaub's nicht. Hat mir überhaupt insgesamt so viele? Doch, auch nicht so weit. Tada! Das ist der falsche Turm, glaube ich. Aber du kannst auch hoch. Der schafft's da drüber über die Böschung. Nicht Böschung. Wie nennt man das? Link hat schon alles geschafft, warum soll er das nicht schaffen? Oh! Er wollte es aber. The same procedure as every year. Nein. Diese Animation. Link wird so ein bisschen zu Waluigi, muss man sagen. Ist da drüben noch was? Oha. Oh, Kiste. War das nicht der Punkt, wo der Opa war? Das Nostalgiestoff. Doch, das ist das alte, das arme alte. Alter. Robuster Stoff mit dem Design, das Nostalgie aufkommen lässt. Das erscheint gut zur Anfertigung eines Parasegels geeignet zu sein, ja. Oha, man kann nicht selber Parasegel machen. Nein, das können wir nicht selber machen. Du musst sicherlich irgendwo hin, oder? Oder ist ja, das jetzt meine ich ja, aber ich meine aber nur, man kann... Da halt oben drauf könnte was sein, aber wir kommen da nicht durch, also musst du klettern. Oben drauf wird gar nichts sein. Das mit wird Sicherheit. Die Belohnung sein. Da oben ist was drauf. Willst du, dass ich wieder falle? Nein, nein, aber ganz oben musst du hin. Soll ich sagen, was da oben ist? Höchstens ein Krog, aber. Nein. Das wollen wir eh schon sehen. Soll ich sagen, was da ist? Nichts. Eine schöne Aussicht. Oh, da hinten ist ein Schrein. Okay, das war ganz weit weg. Apropos Schrein. Sollten wir uns hier umgucken. Nee, das ist echt ein Krog. Wir werden nicht angezeigt. Beziehungsweise der war so hoch, dass du es nicht gesehen hast. Oh Gott, bitte ganz ruhig. Nicht jetzt hier einfach so halten? Ja. Nein, wir halten uns jetzt hier, denn das war das Ende der Folge. Auch mal wieder eine kürzere. Und im nächsten Part gucken wir uns weiter am vergessenen Plateau um und werden sicherlich neue Crocs, neue Schreine vielleicht auch und viel Abenteuer erleben. Solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen und ein Like da lassen. Warum sind hier? Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.